Ja, hallo. Ich möchte mal eine kleine Einführung geben über die sogenannten Sonderwaffenlager des Kalten Krieges, die es in Deutschland gab. Also nicht die Pershing-Raketen, die damals im Zuge des NATO-Doppelbeschlusses stationiert worden sind, sondern die Kurzstreckenwaffen. Davon wurden still und heimlich im Zuge der 60er und 70er Jahre eine ganze Menge nach Deutschland gebracht, meist auf dem Luft- oder Seeweg. Die Bevölkerung bekam davon nichts mit und sollte das auch nicht, dass im Zuge des NATO-Doppelbeschlusses damals die atomare Bewaffnung der Bundeswehr unter Aufsicht der Amerikaner beschlossene Sache war. Zu Spitzenzeiten befanden sich in der BRD über 6000 Atomsprengköpfe. Ich gebe mal einen kurzen Eindruck darüber. Ich habe eine Liste. Überall, wo hier so ein gelber Nagel steckt, ein Atomwaffenlager. Man sieht, dass es hier quer über die ganze BRD verteilt war. Es sind nicht mehr alle da heute, die meisten sind also wieder eingeebnet. Wenn man nicht einfach mal reingehen würde, zum Beispiel SAS Siegelsbach, zoome ich mal rein, da sieht man heute, na, es baut sich noch auf. Man sieht, dass das Lager nachgenutzt worden ist, die Bunker sind noch da, aber inzwischen sind Solarzellen drauf. Und so geht es eben bei vielen Standorten, dass eben die Lager schon lange abgerissen worden sind. Einige stehen noch, etwas besser als Dünsen ist noch da. Aber die meisten sind glücklicherweise weg. 1991 war Schluss. Mit dem 2+4-Vertrag wurde beschlossen, dass die Atomwaffen aus Deutschland raus müssen. Im gleichen Zug zogen auch die Russen ihre Waffen ab aus der DDR und aus Polen, sodass ein atomwaffenfreier Gürtel entstanden ist. So ein Lager sah typischerweise so aus, also nur das Wachgebäude hier und ein Wachturm. Der Zaun, der hier vorne mal war, der ist inzwischen schon weg, geplündert, abgebaut. Man sieht hier noch das Tor, durch das die Personen rein mussten zum PKP. Die mussten sich hier anmelden. Und im weiteren Zuge dieses Videoberichts möchte ich mal die Sicherheitstechnik ein bisschen beleuchten, was überhaupt getan wurde, damit sich keine fremden Leute darin verirren oder eben der Feind nicht rein konnte. Dazu mache ich hier mal ein Bild auf, das aus dem Bundesverteidigungsministerium bestammt, aus dem Archiv. Das liegt in Freiburg, da ist das Archiv. Wie so ein Lager des Typs J aufgebaut war. Grundsätzlich war erstmal der äußere Bereich durch einen doppelten Sperrdrahtzaun gesichert, so, also dass hier zwischen der Postenweg war. Die konnten damit zu den Wachtürmen laufen und auch das Lager in Augenschein nehmen. Später kam dann hinzu, das ist hier nicht zu sehen, ein gehakter Streifen, der hier außen war, mit Radarsensoren. Den gab es hier noch nicht. Den kann man aber auf einem Bild sehen, was ich hier noch habe. Ich mache das mal eben kurz offen. So, dieses Bild habe ich mal aus dem Internet kopiert von geschichtsspuren.de. Dankeschön dafür. Sah natürlich in Kellinghusen, wo ich gedient habe, genauso aus. Hier links befand sich dieser gehackte Streifen. Und diese Pinne hier, das sind die Radarsensoren. Die bildeten so Abschnitte wie mit Laserstrahlen. Wenn Personen oder Tiere da durchgingen, konnte man eben auf einem Monitor genau sehen, wo eben eine Verletzung des Sicherheitsbereiches passiert ist. Und dann stürmten da ein paar Soldaten hin und guckten nach. Hier sieht man ja auch die beiden Sperrzäune mit dem Laufweg. Die waren jeweils 2,50 Meter hoch mit dem Überkriegsschutz. Es war also nicht sehr einfach, die zu überwinden. Dieser Graben hier war voller Stacheldraht, das war eine Fahrzeugsperre. Also wenn man versucht hat, mit dem Fahrzeug hier durchzufahren, wäre man spätestens hier stecken geblieben. Ja, und hier rechts ist der sogenannte innere Bereich, wo die Bunker waren. Und in allen vier Ecken waren dann auch eben unterirdisch erreichbare Mini-Bunker, aus denen MG-Schützen eben wirken konnten, sagte man damals. Kommen wir mal zurück zu dieser Zeichnung. Hier vorne befinden sich die beiden Bunker mit den Atomwaffen drin. Es waren meistens zwei, bei größeren Lagern auch entsprechend mehr. Feuerlöschteich zu sehen. Und hier vorne war so eine kleine Kiste.
In dieser Kiste lagen die Zünder drin zur Zerstörung der Waffen. Sollte es notwendig sein, die Waffen mal zu zerstören, weil der Feind sie nicht in die Hände kriegen darf, dann konnte ein spezielles Team, das dafür ausgebildet war, diese Waffen durch Sprengsätze eben unwirksam machen. Da passierte auch nichts. Atomwaffen sind also sehr lagersicher. Die können nur gezündet werden mit den entsprechenden Codes. Und wenn die Kettenreaktion halt in Gang gesetzt wird durch das Verschmelzen der beiden Kerne, die innen drin sind. Dieses kleine Gebäude Nummer 1 ist ein Wartungshaus. Da wurden Messungen gemacht und Reparaturen. Die Waffen wurden untersucht, wurden nur vom Bunker zum Haus gebracht und wieder zurück. Und war ausgerüstet wie eine kleine Werkstatt. Da haben dann die Amerikaner gewurschtelt und gebastelt drin. Hier vorne waren dann die Mannschaftshäuser drin. Die waren also vom inneren Bereich abgesperrt. Die konnten also nicht ohne weiteres da rein. Und hier befand sich das Wachpersonal in Stärke von ungefähr 20 bis 30 Soldaten. Hier entsprechend war ein Zufahrtsweg mit einem doppelten Tor. Fahrzeug fuhr rein, Tor geschlossen, Fahrzeug musste warten, wurde kontrolliert, Tor geöffnet und wieder weiter. Egal was er machen wollte, er saß auf jeden Fall in der Falle. Also es gab keinen Rein und keinen Raus. Diese Tore waren sehr solide und auch mit Schikanen bestückt. Da kam man ohne weiteres nicht rein. Kommen wir mal dazu, welche Waffen überhaupt da waren. Da haben wir einmal hier die klassische Haubitze M109. Die verschießt 155 mm Geschosse. Und diese Geschosse konnte man eben auch atomar bestücken. Die Wirkungsreichweite liegt zwischen 25 bis 30 Kilometer, die so ein Ding schießen kann. Das heißt, der ganze Fallout und der Dreck kommt zurück. Irgendwie beschoss man sich mit den Dingern auch selbst. Weil wenn man sie abgefeuert hat, dann kam auf jeden Fall mit dem Wind das radioaktive Material zu einem zurück. Die hatten eine einstellbare Wirkung zwischen 0,2 Kilotonnen und 50 Kilotonnen, das heißt nicht für die Haubitze. Aber das ist eben ein Waffensystem, was atomar bestückt werden konnte. Die weiteren sind einmal die sogenannte MGM-52 Lance-Rakete. Die gibt es in verschiedenen Ausführungen, eben aus solchen kleinen Lafetten oder auch auf dem LKW geschnallt. Dann haben wir hier das System Sergeant, auch eine Kurzstreckenrakete, Reichweite ca. 130 Kilometer. Und hier ist das System Honest John, auch ein US-System, gleiche Wirkungsweise, alles Raketenmunition. Und das, was in diesen Köpfen war, diese Spitzen, die lagen eben in diesen Lagern drin. Die Treibsätze selbst, also die Raketenmotoren, die waren unter Aufsicht der Amerikaner. Die hatten wir also nicht. Und die Zusammenführung von Sprengkopf und Triebwerk, die war immer getrennt. Also aus Sicherheitsgründen wurden die auch nie zusammengelagert. Einmal noch ein weiteres Sicherheitsmerkmal, der Bunker. Da sieht man hier, das ist dieser Käfig. Hinter dem Käfig war der normale Bunker mit den Stahltüren. Aber da man Sorge hatte, eben, dass man mit Panzerfäusten drauf schießt, die wie eine Hohlladung haben, hat man eben diese Gitter davor gebaut, die die Hohlladung vorher zünden sollten. Eine Hohlladung schweißt halt Stahl durch einen Partikelstrahl. Und beim Auftreffen auf diesen Käfig hätten sie sich halt vorher gezündet und wären gar nicht erst bis zum Bunker durchgedrungen. Man hat sich da also schon wirklich sehr viel Gedanken gemacht. Nicht nur technisch, sondern auch organisatorisch, damit in diese Lager wirklich niemand reinkam. Hier habe ich einmal noch ein Bild aus meinen Zeiten, Killinghusen. Zwei Wachsoldaten, die in diesem Patrouillengang unterwegs waren. Im Hintergrund Turm 1 und eben links und rechts die Sperren. Das waren also reine Personensperren. Ein Fahrzeug hätte hier durchbrechen können, sicherlich. Aber es ging in erster Linie darum, Personen daraus zu halten. Das ist das Lager Dünsen zur aktiven Zeit mit der Truppe. Das ist eines der letzten Bilder von 1991, als die Zeiten schon bald vorbei waren. Dieses Bild hier ist ein Gefechtsalarm des SAT. Also wenn sich Personen im inneren Bereich aufhalten, dann rückten diese drei Leute aus. Das war die erste Eingreiftruppe, die rausgeschickt wurde, wenn irgendwas los war. Die waren innerhalb von
wenigen Sekunden einsatzbereit, da sie quasi immer so rumliefen, auch während der Wache. Um die Sicherheit des Lagers zu gewährleisten, vor allem beim Zutritt, gab es ein Prozedere, was ziemlich ausgeklügelt war. Das ist eine originale Anweisung vom 27.08.1986, also die ich da auch noch miterlebt habe. Und das ist die Personenüberprüfung durch den PKP, Personenkontrollposten. Einmal gab es ein Kennwort, was jeden Tag erinnert worden ist. Also ein Fremder musste das Kennwort erstmal wissen. Bei falschem Kennwort sah er sich nämlich gleich durch eine Gruppe von Soldaten umzingelt, mit Maschinengewehren im Anschlag und Maschinenpistolen. Sein Ausweis wurde kontrolliert, Name, Dienstgrad und so weiter. Da war er schon drin. Also dieses Kennwort wurde abgefragt, während er auch draußen stand, an so einem Sprechautomaten, der aussieht wie diese Dinge auf den Autobahnen. Hier wurde er reingelassen, wurde kontrolliert. Und dann wurde auch noch aus zusätzlicher Sicherheit geguckt, ob er überhaupt berechtigt war, aufs Lager zu kommen. Das war der ECR, oder sogenannte Rooster. In dem Buch waren alle Personen aufgeführt, die das Lager überhaupt betreten würden. Und wer da nicht drin stand, kam auch nicht rein. Mit diesen Maßnahmen hat man schon ein sehr hohes Maß an Sicherheit erreicht damals, dass kein Unbefugter reinkam. Unterschrieben von Herbert Bollinger, ehemaliger Batteriechef, mein Chef damals, an den ich gute, aber auch schlechte Erfahrungen habe. Naja, man kann sich seine Vorgesetzten halt nicht aussuchen. Das Bild stammt aus dem SAS in Dünsen. Das ist eben dieses Raketenwartungshaus, wo alle möglichen Wartungsarbeiten gemacht worden sind. Das war schlicht und ergreifend wie eine Werkstatt ausgerüstet. Schlichtes Funktionshaus, nichts Besonderes eigentlich. Der Blick von Turm 1 war immer schön frei. Man hatte also Möglichkeiten, eben alles gut einzusehen. Und hier sind diese beiden Bunkeranlagen mit dem Zufahrtsweg dann dabei. Ich hole noch mal ein anderes Bild rein. Und zwar hier aus Dienstop ist das. Diese Beleuchtung hier war nachts an. Das waren Scheinwerfer mit mehreren hundert Watt. Die sorgten immer dafür, dass man in das Lager von außen gar nicht reingucken konnte. Also wenn er sich nachts dem Lager näherte, war total geblendet von diesen extrem starken Scheinwerfern. Das war ein zusätzlicher Schutz, erstmal damit die Leute vom Turm gucken konnten, was los war. Aber Angreifer konnten, für die lag das Lager im Dunkeln. Und hier ist der sogenannte Wachturm 2, der hier in so einer Ausführung war. Der ist nicht überall so, in den meisten Fällen war er deutlich einfacher und einfach nur ein Metallkasten auf dem Gerüst. Eine weitere Sicherheitsmaßnahme sind diese Mini-Bunker. Die dienten eben dem SAT-Einsatztrupp dafür, sich in Stellung zu bringen. Die zeigten direkt auf die Bunker. Wir haben hier oben eine Zerschellschicht drauf, also eine Zerschellplatte, als Schutz gegen Waffen von Wirkung von oben. Und es war eben auch ziemlich schwierig für jemanden, in diese Löcher reinzutreffen, weil die sehr schmal waren über dem Boden. Die konnten, wie gesagt, mit ihren Maschinenwaffen auf das gesamte Bunkervorfeld wirken. Und das auch sehr effizient. Diese Bunker wurden erreicht durch ein Tunnelsystem. Die brauchten also nicht über die offenen Pläne zu laufen, sondern konnten sich sehr geschützt in diesen Korridoren bewegen, die erst nachträglich eingebaut worden sind in den 90ern und eigentlich schon da in dem Moment obsolet waren. Denn vorher waren es nur Sandsäcke. Dann haben wir hier das ehemalige Wachbüro der Amerikaner. Die Amis waren ja diejenigen, die das Lager bewachten eigentlich. Zumindest saßen da meistens zwei GIs. Mal mehr, mal weniger nüchtern. Also ich muss sagen, da haben sie auch zum Teil die letzten Sträflinge eingesetzt für diesen Dienst. Weil Wache ist wirklich ein Job für Dumme. Also da brauchte man nicht allzu viel im Kopf haben. Man guckte einfach nur aus dem Fenster und befolgte ein paar Regeln und dann war es gut. Also jemand, der hier rein wollte, musste sich hier anmelden, schob seine Papiere hier durch, die wurden kontrolliert, dann wurde das Tor geöffnet und die Sachen bekam er dann hier wieder. Und wenn er zurückging, wurde er entsprechend direkt durchgelassen. Diese Stahltür ist sehr solide, die war also fast undurchdringlich. Der hätte man so nicht durchgekonnt. So, klicken wir das mal alles wieder zu. Dann habe ich hier noch
Das ist vom SAS in Kellinghusen, ein illegal aufgenommenes Foto aus dem Wachturm 1. So wie ich es damals in vielen, vielen Stunden gesehen habe, während ich aus dem Fenster guckte. Das ist eben der Einlassbereich für Fahrzeuge. Hier ist das Transformatorenhaus und hier so ein kleines, was auch immer, Rasenmäher standen da zum Beispiel drin, weil die regelmäßig gemäht worden ist. Und da waren die Zugänge zu den Mini-Bunkern noch aus Sandsäcken. Wenn also jemand reinkam, war erstmal in eine Schranke, die elektrisch hochgefahren werden konnte. Die war sehr stabil, also Vollmetall. Dann zwei Türen, ebenfalls äußerst stabil. Ein Fahrzeug fuhr rein, musste anhalten, wurde kontrolliert. Währenddessen war da hier natürlich alles zu. Und wenn alles in Ordnung war, konnte er hier weiterfahren, dann wurde das Ding aufgemacht. Die Betätigung dieser Türen hier geschah nur elektrisch. Die konnten also per Hand nur in Notfällen geöffnet werden. Aber in der Regel wurde das alles vom Wachlokal aus gesteuert. Und zwar in dieser Bereich durch die Amerikaner. Die Sicherheit war wirklich extrem, muss ich sagen. Man sieht hier auch die mehrfachen Schutzstreifen mit diesen Radarsensoren, die überall aufgespickt waren. Die Bäume wurden regelmäßig hier gerodet und alles, was da wuchs, damit man einen guten Blick hatte. Und wenn es wirklich mal geknallt hätte, hätte innerhalb von 15 Minuten halt die Kasernenwache auf der Tür gestanden. Das waren zwei Wachzüge, die in Bereitschaft standen und die auch mit schweren Waffen hätten ausrücken können. Also die Atomwaffen in diesem Lager waren schon sehr sicher. Man sieht auch noch hier die Pinne gegen Luftangriffe. Also Fallschirmjäger oder Leichtflugzeuge hoffte man, hätten dann hier festgehangen. Also ein Fallschirmjäger würde dann an diesen Pinnen gehangen haben. Diese Pinne wurden während der Auslagerung der Munition natürlich weggenommen, wenn die Hubschrauber kamen, da die Rotoren sonst zerstört hätten. Man hat sich also viel Gedanken darüber gemacht. Ja, das ist also mal mein Beitrag zu dem, was wir früher gemacht haben, wie es aussah. Mit dem 2+4-Vertrag wurden diese ganzen Lager obsolet. Die haben Millionen gekostet. Diese wurden finanziert von der Bundesrepublik Deutschland. Die Amerikaner haben nur die Ausrüstung eingebracht. War meines Erachtens viel verschwendetes Geld. Ob sie wirklich einen Beitrag zum Frieden geleistet haben, weiß ich nicht. Sie hätten uns garantiert alle umgebracht. Was in diesen Lagern war, da hätten wir zigtausendmal Hiroshima von haben können. Okay, ich bedanke mich fürs Zuhören und bis bald mal.